Ja, moin moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe es wieder geschafft. Ich bin wieder Forellenangeln. Diesmal bin ich am Siegsee. Das ist ein kleiner Teich, der ist nicht weit von mir zu Hause entfernt. Und ich wollte einfach gemütlich in aller Ruhe ein paar Forellen fangen. Ob was draus geworden ist, siehst du natürlich in diesem Video. Bleib dran. Bis gleich. So. Starten jetzt mit dem Spoon. UV Glow. 2 Gramm. Haben wir die erste. Jetzt auch mit Shocking Lawine. Da sehen wir es nochmal. Tja Leute, sauber gehakt. So, den Platz gewechselt. Sind zwar wesentlich mehr Laub hier im Wasser, aber hier steigt auch ab und zu mal ein Fisch. Kann gut sein, dass sie jetzt hier im Flachen stehen. So, jetzt auf dem Gaia, läuft ziemlich flach. Fische haben sich immer wieder an der Oberfläche gezeigt. Das ist eine schockige Farbe. Haben wir es. Schöner Portionsfisch. Habe ich schon auf Gummi gewechselt. Habe jetzt hier den Bruschi in der Neo-Matrix-Farbe. Oh, da hat man ein Biss. Jo. Und jetzt haben wir sie jetzt nochmal nachgepackt. Forelle ist raus. Köder hängt im Netz. Ja. Ja. Da haben wir es. Neo-Matrix-Farbe in Banane. Forelle. Fische sind extrem vorsichtig, titschen den oft nur einmal an.
Wahnsinn. Einmal anstupsen, fertig. Ich denke, ich werde mal noch ein leichteres Köpfchen ausprobieren. Nehmen wir mal diese Farbe. Was bringt. Oh, da waren wir. Ja, ist noch da. Da haben wir es. Haben wir es gesehen? Farbe gewechselt, noch leichter gegangen. Die Fische extrem flach stehen. Na. Haben wir sie eingetütet, aber die ist wirklich super gehakt gewesen. So, da haben wir es. Neomatrix in Banane. Mit dem Laub natürlich immer so eine Sache, da müssen wir immer versuchen dran vorbei zu angeln. Klappt natürlich nicht immer. Das war ein Biss. Konnte ich gar nicht reagieren, also die ist da richtig drauf geknallt. Da mal wieder ein Biss. Und da sitzt er schon. Wie gesagt, ausgestiegen. Schade. War jetzt kurz nach dem Einwerfen, also die Fische stehen flach. Konnte man das jetzt auch sehen, dass der Wechsel auf ein leichteres Tungsten da mal wieder ein Biss. Ja. Drei, vier Mal attackiert. Ja, da haben wir wieder ein bisschen. Oh, zu früh angeschlagen. Jetzt haben wir sie aber. Die ist nochmal nachgegangen und hat sich den Brutschi einfach richtig weggeknallt. Kann auch sein, dass die Farbe jetzt ein bisschen was ausmacht. Und da ist sie. Neomatrix, Banane. Also die Fische sind wirklich, teilweise hauen die da so drauf, dass dir die Rute aus der Hand fällt. Und teilweise stupsen die den Köder tatsächlich nur einmal an und dann war es das auch schon. Da mal ein bisschen, jo. Tja, hier sehen wir es auch nochmal. Den Köder jetzt runtergezogen. Versuchen wir es jetzt wieder mit dem Brutschi. Neomatrix.
Jo, da haben wir einen Biss. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Attackieren sehr vorsichtig. Noch mal ein Biss. Und jetzt hat sie sich den aber geschnappt. Wahnsinn. Dann haben wir unseren Kescher natürlich drüben liegen gelassen. Einmal die Schnur locker gelassen und schon ist der Köder raus. Da sehen wir es. Spoon ging nicht viel, Neomatrix, Bruschi. Klappt jetzt hier richtig gut. Tja, liebe Leute, jetzt einiges versucht, auch zwischendurch mal mit einem Wobbler. Hatten wir auch ein paar Attacken drauf, aber tatsächlich hat sich hier jetzt der Bruschi in der Neomatrix-Farbe in Banane am mittelschweren Kopf konnte sich jetzt hier deutlich herauskristallisieren, dass das wesentlich besser funktioniert. Und dann schauen wir mal, ob noch was geht. Noch mal ein Biss. Und gleich der nächste Fisch. Tja, Leute, kaum gesagt. Fluppt das hier jetzt ganz gut. Und vorm Kescher verloren. Schade, aber es funktioniert. Tja, liebe Leute, jetzt wechsle ich einfach mal die Farbe. Auch immer noch der Bruschi, Neomatrix in grün. Scheinbar sind diese dunkleren Töne sind hier ein bisschen besser, so wie der blaue. Und dann gucke ich mal, ob ich auf den am selben Kopf auch noch was bekomme. Da ist der Biss. Ja, ist noch da. Wieder losgelassen. Ist noch da, spielt mit dem Köder. Ja. Und jetzt haben wir so lange mit dem Bruschi gespielt. War jetzt der erste Wurf auf die grüne Farbe. Da sehen wir es. Tja, liebe Leute, auch der grüne Bruschi in der Neomatrix-Farbe. Jetzt gleich der erste Wurf gewesen. Nach dem Farbwechsel schöne Forelle. Jo, oh, die ist aber drauf geschossen, Wahnsinn. Oh, ist hier fast aus dem Kescher noch rausgehüpft. Und wieder, na? Tja, Leute, was soll ich sagen? Wieder auf dem Bruschi. Nächste Fisch. Da ist ein Biss. Und der Fisch hängt. Tja, wieder mal ist es so, dass man
viel suchen muss. Ich habe auch einiges wirklich ausprobiert. Und die Neomatrix-Farben hier im Bananengeschmack funktionieren momentan richtig, richtig gut. Die nächste. So. Ich werde jetzt mal noch in dieser Neomatrix-Serie bleiben. Jetzt versuche ich einfach mal einen violetten. Die Farbe habe ich oft schon auch bei anderen Fischarten sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann gucken wir mal, ob es den Forellen auch schmeckt. Ja, da sieht man schon, hast du es gesehen? Der Köder ist aufgekommen. Das ist jetzt wirklich kein Scheiß, Leute. Der Köder ist aufgekommen. Und ich habe gesehen, wie ein Schwall in Richtung zu meinem Köder geschossen ist. Und dann hatte ich auch gleich einen Biss, den ich versemmelt habe. Aber das war schon geil. Das ist jetzt gleich der erste Wurf gewesen auf dem Violetten. Ich denke, das hat auch ein bisschen hier mit der Wasserfärbung oder Trübung, beziehungsweise sprich, wir haben hier sehr klares Wasser. Und ich denke, das spielt auch so eine große Rolle, warum diese Farben jetzt hier so gut funktionieren. Sie sind stark UV-aktiv und fast durchsichtig. Also ich denke, das wirkt hier auch nochmal mit. Boah. Ja. Und da haben wir sie. Unterm Laub. Tja, meine Lieben, es läuft. Und da haben wir es. Unter den Blättern steht Fisch. Jawohl. Jetzt auf den Gaia in der passiven Farbe. Haben wir's. Tja. Man sieht's. Schöne Forelle auf dem Spoon. Tja, liebe Leute, es geht jetzt schon zum Mittag hin und Fische werden immer vorsichtiger. Darum habe ich jetzt hier einen flach laufenden Gotthands Gaia in 1,7 Gramm in einer passiven Farbe und der hat jetzt hier richtig gut funktioniert. Ich hatte vorhin auf dem Eck noch einen Fisch damit gefangen und jetzt auch wieder hier vorne. Also es funktioniert. Tja, meine Lieben, der Angeltag endet hier für mich. Wir haben es jetzt Mittag. Ich habe noch ein bisschen was zu erledigen und dachte mir, ich fahre für ein paar Stunden raus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat mir eine Riesenmenge Spaß gemacht und auch hier konnten wir wieder sehen, wer einiges versucht und probiert, wird auch seine Fische fangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich und meinen Kanal und dann sehen wir uns wie immer in meinem nächsten Video. Bleibt gesund, ciao.